Hallo Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder ein Video über Öladditive und zwar genau genommen über das Ceratec von Liquimoli. Ich will ausprobieren, was es bringt und ihr seid dabei. Ceratec von Liquimoli. So, hier wird jetzt der Verbrauch bestimmt ohne das Ceratec, also der Ausgangszustand. Ihr kennt das Verfahren vermutlich. Man füllt den Tank auf, bis die Zapfsäule abschaltet. Und dann fährt man einige Kilometer. Danach bildet man die Differenz an Kilometern. Und man tankt wieder auf. In dem Fall sind es 17, irgendwas Liter gewesen. So, dann will man ja Liter pro 100 Kilometer, also man muss noch mit 100 multiplizieren. Okay, und das Ganze jetzt, nachdem das Ceratec mit eingefüllt wurde ins Motoröl. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir rechnen wieder und kommen wieder auf einen Wert, nämlich 7,77 Liter auf 100 Kilometer. So, also trotz dass es mittlerweile Dezember wurde, also deutlich kälter, der Motor länger im Warmlaufkennfeld lief, das heißt mit Gemischanreicherung. Denn das, was früher der Joke gemacht hat, ja, das macht heute die Elektronik. Und obwohl das Öl natürlich auch länger zähflüssig bleibt, trotz moderner Öle, konnte ich hier einen Verbrauchsvorteil von 0,25 Liter auf 100 Kilometern herausmessen oder bestimmen. Ich freue mich über die Diskussionen. Klar wird der eine oder andere sagen, das liegt im Bereich der Messgenauigkeit so eines Verfahrens und da kann ich eigentlich nicht mal widersprechen. Aber wie gesagt, es kommt noch dazu, dass es inzwischen kälter wurde. Also bei temperaturmäßig vergleichbaren Bedingungen müsste eigentlich noch mehr drin gewesen sein.